Guten Morgen. Es gibt ein Brötchen. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob mein Sister sie. I don't know. Also das ist auf jeden Fall fertig hier. Das, naja, eigentlich noch nicht, aber ich habe keine Zeit mehr. Weil gleich schon mein Onkel kommt. Weil wir nämlich gucken fahren nach PCs. Weil er sich einen PC kaufen möchte. Und der kommt schon gleich. Und ja. Deshalb muss ich mich dann gleich ein bisschen beeilen, frühstücken und dann fertig machen. Und dann fahren wir nach Essen. So sieht's aus. Dann verabschiede ich mich schon mal wieder. Bis später. Heute gibt es zum Mittagessen Zürcher Geschnetzeltes. Yay! Ich werde dafür Tofu nehmen. Da habe ich noch ein kleines Viereck hier. Ich denke die Hälfte, ja. Ja, die Hälfte. Brauche ich noch was anderes? Das andere Gericht? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Egal. Also wie gesagt, Tofu, ne, schneide ich mir so kleine Streifen. Und das hier ist für meine Mama. Haben uns im Real was gekauft. Boten viele Streifen. Schon fertig. Wollen wir nur noch reinwerfen. Hier haben wir Rays. Die ist so eine Dose, weil die Tüte gerissen ist. Ne? Hier ist eine Zwiebel. Ja, eine Zwiebel. Diesmal wirklich keine Schalotte, weil wir keine mehr haben. Ja, beziehungsweise, weil die eine, die noch da war, war nicht mehr gut. Deshalb Zwiebel. Ja, und da ich keine Soßen hinkriege, muss sowas her. Wer eine gute Soße kennt, ne, bitte abhängig in den Kommentaren. Natürlich ein Gericht so zum Abnehmen, also ein Soßengericht. Ja, ich bin da nicht so alternativ. So, jetzt fangen wir an mit Reis abwiegen, weil das Wasser kocht schon. Also meine Mama hat gesagt, wie viel hat sie jetzt gesagt? 130. Aber so genau wusste sie es selbst nicht. Deshalb wollen wir mal gucken. Weil ich bin noch nicht so überzeugt worden. Gucken wir mal, ne? Okay, das sind 90. 131. Wow. Naja, könnte schon fast hinkommen. In einem Beutel sind 125, oder nicht? Also, haben wir gerade so spekuliert. So, bitte. Das sind 131 Gramm, ja. Wir wollen ja um 1 Gramm hier nicht falschen, ne? Okay. Und dann schneide ich jetzt die Zwiebel oder Tofu. Essig-Zwiebel. Und da habe ich einen Trick gesehen letztens, ne? In einem YouTube-Video. Ich weiß gar nicht mehr welches. Make My Day. Ich glaube, ja. Auf dem Kanal Make My Day, glaube ich. Ja. Na, wenn man das Zwiebel schneidet, drehen dann immer so die Augen. Und da stand, dass man das Brötchen mit Essig einschmieren muss. Und das werde ich jetzt ausprobieren. Hier haben wir Essig. Ja. Ich werde das jetzt echt mal ausprobieren, ne? Weil bei einer Zwiebel ist das ja noch tausendmal schlimmer als bei einer Schalotte. Ich würde zwar ein bisschen stinken, aber... Das ist es doch, boah. Das ist es doch wert, ne? Boah. Okay. Boah, da drehen wir auf dem Essen die Augen, ey. Naja. Boah, ehrlich. Guck mal. Sieht man das? Wow. Naja. Gleich gibt's hier eine Chemie-Explosion. Oh, Tränen immer noch. Gelogen.
Nein, wollen wir mal abwarten, ne? Bis jetzt geht's noch. Das geht. Okay, Leute. Es bringt gar nichts. Oh, okay, ich kenne noch einen Trick. Wasser im Mund nehmen. Ernsthaft. Habe ich mal gehört. Wollen wir das mal testen, ne? Boah. Das ist ja echt schlimm, ist das. Okay. Jetzt kann ich nur nicht mehr reden, ne? Ich gebe euch dann so Zeichen, ne? Also, Fazit, das hat echt funktioniert. Ehrlich. Boah. Ich glaube, ich hätte nochmal neun nehmen müssen, weil gerade hat es ein bisschen angefangen. Aber echt, wirklich, jetzt hat gar nichts. Nur getrennt, nichts mehr. Boah, grandios. Okay. Dann machen wir zwar die 131 Gramm Reis rein. Muss sein. So. Natürlich mit ein bisschen Salz. Ist nur schlecht, dass man dann gar nicht reden kann, ne, wenn man dann die Zwiebel schneidet. So. Das geht ja doch nicht. Das ist natürlich ein bisschen schlecht, aber im Normalfall muss man ja auch nicht reden, ne, beim Kochen. Also mit Essig war der letzte Schrott. Der Reis ist ja drin, ne? Und jetzt fange ich mit dem Tofu an. Ich glaube, ich starte das erstmal so durch. Boah, kommst du, komm dann. Halbieren wir das erstmal. Nee, besser so, ne? Okidoki. Oh, dann wollen wir mal das Tofu einfach in so kleine Streifchen schneiden. Mehr ist es nicht. Dann schmeißen wir mal hier die Pfanne an und den Topf. Ja, ein Pfann und ein Topf, weil wir nur noch eine Pfanne haben.
Und zwar ist das so, ne? Die hier, die geht gar nicht mehr. Ja. Und dann, die geht noch so halbwegs. Und dann haben wir noch das hier, so ein Bob, ne? Aber irgendwie traue ich dem nicht so. Ich weiß nicht warum. Ich mag den nicht so. Den jetzt so speziell. Oh oh. So ist alles fertig. Also hier Tofu, ne? Zwiebel habt ihr gerade schon gesehen. Ja. Okay. Weiter geht's. Jetzt muss ich kurz überlegen, ne? Jetzt volle Konzentration hier, ne? Spaß. Ich werde jetzt nur, ob ich die Pfanne nehme oder den Topf. Ist eigentlich egal, ne? Ganz großzügig. Fleisch kommt auch rein. Boah, es ist die Kiste, ja. Dann teilen wir schon mal hier die Soße. Das Pulver. Beziehungsweise versuchen es so gut wie es geht. Und zwar machen wir jetzt mal einfach so. Zack, zack. Wie viel? 40, also 24. Weil wir ja zwei Töpfe haben, ne? Also einen Topf und eine Pfanne. Ja. Machen wir am besten die Soßen bitte damit, ne? Dann kommen die Zwiebeln dazu. Die mache ich jetzt alle bei mir rein. Und dann zu meiner Mama. Weil ihr Fleisch jetzt schon fertig ist. Der ist verstanden. So, die Zwiebeln habe ich so gut wie es ging aufgeteilt. Dann machen wir jetzt die Soße. Wir sind ja schon soweit. Hier habe ich jetzt 125 ml kaltes Wasser. Das kommt jetzt einfach dazu. So. Und dann das Pulver. Und dann muss gut gerührt werden. Und schon hat man die Soße. Perfekt. Okay, so sieht's fertig aus. Voila, das ist meins. Ein Setze von meiner Mom. Ja. Eigentlich kein Unterschied. Meins sieht irgendwie ein bisschen grünlicher aus, ist aber nicht so. Ist aber eigentlich nicht so. Schimmel drauf. Schimmel drauf. Ja, klar, als ob. Nein, ne? Gut, bis später. Guten Abend, Leute. Ich hab erstmal was gefooten hier. Gefooten. Gefooten eine Runde. Ich muss einmal kurz ein bisschen schreien. Willst du einen Kaffee? Ja. Ja, da dachte sie ja. Und sogar Wasser drin brauche ich nicht zu kochen. Wow, nur reinzumachen. Kochen ja schon. Obwohl, das macht ja eigentlich die Kaffeemaschine, ne? Ach so, vielleicht sollte ich erstmal Brot reinmachen, ne? Das geht auch nicht mit einer Hand, weil ist eingefroren. Moment. In der Zeit ist der Kaffee sogar auch schon fertig, ja. Wow. Aber, läuft endlich, ja. Ich dachte, ich habe noch nicht angemacht. Aber jetzt brauchen wir noch Käse, ne? Und zwar, will meine Mama bestimmt den hier. Der Brunch von gestern. Weißt du, wie die von gestern gesehen haben, weiß Bescheid. Wer noch nicht, schaut es euch an. Läuft mein Buch hoch? Doch, da ganz versteckt. Versteckt. Hier haben wir. Buko. Ja. Haben wir's. Haben wir's. Mehr bräuchten wir nicht. Mm-mm. So. Kaffee haben wir. Oh, ja. Und dann gibt's natürlich, weil ich habe jetzt nur eine Scheibe drin. Also, beziehungsweise, eine von meiner Mama. So. Und hier von.
Nehme ich eine Scheibe. Yay. Berlinchen. Unbedingt kaufen, Leute. Das ist so lecker. Guckt mal bitte. Göttlich. Das ist echt Beste. Richtig wie Knäckebrot, aber ohne Kohlenhydrate. Also kann man das auch abends essen. Sättigt es nur nicht so wie das Eiweißbrot vom Aldi, aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Da muss man natürlich immer so Abstriche machen, ne? Ist das nicht schon gutes Brot? No. Nur nicht so ganz. Okay. Dann werde ich mir mal. Voila. Okay, ich glaube, ich nehme zwei. Voila. Meine Mama auch eine. Die nimmt nämlich das Eiweißbrot. Und dann haben wir's. Wieder weg. Alles klar, Leute. Dann essen wir jetzt. Bis morgen.